Nach den Frostnächten Ende April 2016 hat das Land Burgenland in Kofinanzierung mit dem Bund ein Soforthilfepaket für die betroffenen Agrarproduzenten und Winzer geschnürt. Finanzlandesrat Helmut Bieler und Agrarlandesrätin Verena Dunst berichteten über den aktuellen Stand hinsichtlich der Entschädigungshöhen, der Abwicklung und der budgetären Mehrbelastung für das Land. So, nochmal schönen guten Morgen, Herr Finanzlandesrat, meine Damen und Herren Medienvertreter und Medienvertreterinnen. Schön, dass Sie gekommen sind zu einem Thema, wo wir ganz einfach heute gemeinsam den Weinbauern, Winzer und Winzerinnen, natürlich aber auch den Landwirten und den Obstproduzenten die Nachricht zu überbringen haben, dass wir ihnen natürlich in dieser schweren Situation, wie wir sie erlebt haben, durch Frost und viele andere Dinge, dass wir ihnen helfen wollen. Und wir können heute, und ich bedanke mich da im Vorhinein schon beim Finanzlandesrat, ein Konjunkturpaket, ein Unterstützungspaket für diese Betriebe auf den Tisch legen. Vielen herzlichen Dank. Das ist natürlich budgetär ein großer Aufwand, aber ich denke, dass wir gut daran tun, dass wir hier den kleineren und mittleren Betrieben, und derer haben wir genug, im Burgenland helfen können. Wir haben einige große, aber die sind meistens so groß, dass sie hier auch selbst eine Struktur haben. Daher, es geht darum, dass nicht der grüne Bericht sofort geschrieben wird wie bisher. Jedes Jahr werden weniger Betriebe, im Gegenteil. Wir wollen hier Existenzen unterstützen und vor allem die kleineren und mittleren Unternehmen im Weinbau, im Obstbau und in verschiedenen Kulturen Hilfestellung leisten, um ihre Existenz nicht zu gefährden. Zunächst einmal, von welchen Betrieben reden wir? Ich möchte Ihnen kurz eine Übersicht als Agrarlandesrätin geben, damit klar wird, dass wir als Burgenland hier sicher in einer Ausnahmesituation sind, weil kein anderes Bundesland so kleine und mittlere Strukturen hat, wie wir das haben. Und deswegen auch meine Einleitung, dass wir Ihnen Sicherheit geben. Wir haben im Weinbau 13.226 Hektar Weinbau, die Weinbaubetriebe, und Sie werden wahrscheinlich überrascht sein, sind sehr klein. In der Summe haben wir 5.004 Weinbaubetriebe. Der größte Teil ist unter 5 Hektar, nämlich von diesen 5.000 sind 4.231 kleine Weinbauern unter 5 Hektar. Zwischen 5 und 10 Hektar haben wir 411 Winzer und Winzerinnen, zwischen 10 und 15 Hektar 177 und 15 Hektar und größer sind nur 185. Im Obstbau ist es in etwa das Gleiche. Wir haben hier eine Obstbaufläche von 580 Hektar, sind 213 Betriebe, und auch hier ist es so, dass vor allem zwar es einige größere Apfelanlagen, Birnenanlagen gibt, aber der Großteil ist auch hier wieder sehr, sehr klein. Wir haben 134 Apfelanlagen, auf 19 Anlagen werden Birnen produziert, 40 Anlagen 54 und die Marillenanlagen 132, aber auch in anderen Kulturen wie Erdbeeren und so weiter eher kleinere Strukturen. Das Jahr, das habe ich vorher schon gesagt, 2015, aber besonders heuer 2016 hat gerade diese kleinen und mittleren, aber auch die großen Betriebe, den großen Betrieben sehr viel Sorge gemacht. In den Monaten Mai bis Ende Juli war es daher an den Agrarlandesräten, Finanzlandesräten, Landeshauptleuten mit der Situation umzugehen, weil hier einfach durch den Frost und noch einmal Frost und eben davor schon das große Problem, dass wir im Vorjahr große Dürreschäden hatten und so weiter, vor eine große Aufgabe gestellt. Ich habe also nach dem Frost Ende April sofort den Bundesminister, den Zuständigen angerufen und gesagt, bitte eine Sonderlag auszurufen, eine Agrarreferentenkonferenz, um hier diese Dinge zu besprechen. Das erste ist natürlich die Aufgabe, Existenzsicherungsmodelle für Weinbau und damals natürlich auch Erdbeeren bereits heraus, Erdbeerkulturen zu erarbeiten. Existenzsicherungsmodelle deswegen,
weil es für diese Kulturen bereits Versicherungsmöglichkeiten gegen das klimatische Thema Frost gegeben hat, aber vor allem auch die kleinstrukturierten Obst- und Weinbaubetriebe vor einem Aus zu bewahren. Der große andere Bereich war natürlich die sonstigen Obstkulturen. Für diese gab es ja bis zu diesem Zeitpunkt keine Versicherungsmöglichkeit, weder gegen Dürre, aber vor allem gegen diesen Frost nicht. Das bedeutet, wir haben also zwei Schienen zu fahren gehabt, um hier die Existenzen zu unterstützen. Konkret ist das heute, das was wir am Tisch legen können, das größte Konjunktur- und Unterstützungspaket eben für Landwirte, für Winzer und für Obstproduzenten. Noch nie zuvor hat das Land Burgenland so viel Geld in die Hand genommen wie jetzt, weil es notwendig ist. Das erste aus dem Hagelversicherungsgesetz heraus, wo wir erstmals, und da auch hier noch einmal herzlichen Dank für die guten Gespräche mit dem Finanzlandesrat, zum ersten Mal eine Riesensumme bedarf, dass wir die 25% von den 100%, wenn sich jemand versichert, in die Hand nehmen können. Das bedeutet, dass wenn sich jemand gegen Hagel versichert, dass in Zukunft hier ein großes Paket auf dem Tisch liegt, nämlich nicht nur gegen Hagel, sondern auch gegen Frost, auch gegen Dürre. Wenn sich jemand versichert, dann ist es so im Moment, dass von 100% der Produzent, der Landwirt, der Erwerbsbauer, der Winzer 50% selbst bezahlt und die anderen 50% der Bund jeweils und das Land 25% in die Hand nehmen. Also ein großes Paket zum Unterschied wie bisher, wo nur eben gegen Frost einige versichert waren, aber nicht sehr viele und vor allem nicht in dieser Höhe und in dieser Exaktheit. Was wir heute präsentieren können, und die Zahlen wird der Herr Landesrat dann natürlich präsentieren, ist ein großes Unterstützungspaket. Das erste die Versicherungsleistung und das zweite die Entschädigung. Es gibt für den Obstbau und für den Weinbau natürlich andere Meldefristen, weil natürlich im Obstbau die Obstproduzentinnen und Obstproduzenten bereits bis zum 30.09. die Antragsfristen gehabt haben, wo hier natürlich sie melden mussten, was sie an Ernteeinbußen haben. Daher wird heuer die Obstfrostentschädigung schon schlagend werden, während die weitere Zeitleiste für den Weinbau natürlich anders ausschaut. Die Ernte ist zum Großteil erledigt. Spätlese ist natürlich noch ausständig, aber das bedeutet, dass damit zu rechnen ist, hier sind die letzten Abgaben der 15.12.2016, dass die Entschädigungen für den Weinbau im nächsten Jahr schlagend werden. Das Konjunkturpaket für das Burgenland ist notwendig und wichtig im produzierenden Bereich. Warum? Wir sind täglich konfrontiert damit, mit Wetterkapriolen durch die ganze Welt hindurch. Wir haben sicherlich in wenigen Jahren große Probleme, wer produziert die Lebensmittel und vor allem Lebensmittel, auf die wir hingreifen können, nämlich gesunde regionale Lebensmittel. Und dazu brauchen wir unsere kleineren, mittleren und großen Betriebe, damit wir dort eben auch gewährleisten können, dass sie jetzt aussteigen, dass sie jetzt nicht mehr weitermachen können. Und viele sind, gerade die Kleinen, sehr von Existenz bedroht, weil natürlich nicht nur heuer, sondern auch im Jahr 2017, nämlich dann, wenn die Regale leer bleiben, weil das Obst einfach nicht da ist, weil beispielsweise auch die Weine nicht da sind, ist das also ein ganz, ganz schwieriges Jahr und daher auch unser gemeinsames Unterstützungspaket. Und wir haben uns auch bemüht, so rasch als möglich zu helfen. Denn nur der, der rasch hilft, der hilft dann auch. Herr Landesrat, herzlichen Dank und danke auch, dass es möglich sein wird, hier Existenzen vor dem Ende zu bewahren. Dankeschön, Frau Landesrat, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es waren viele Verhandlungsrunden notwendig, um die unterschiedlichen Situationen in den Ländern zu berücksichtigen und berücksichtigen zu können. Wir wollten sicherstellen, dass die kleinen Betriebe des Burgenlandes
ihren Anteil bekommen und nicht nur die Großen, die ohnehin das leichter verkraften können, weil sie auf größere Riede ihre Gärten, also ihre Weingärten oder auch die Obstgärten verteilt hatten und die kleineren traditionell auf einem Fleck und daher dort der Schaden auch größer war. Es war aber nicht nur viele Gespräche notwendig, sondern es sind auch viele Geldmittel notwendig, um diesen Sonderkatastrophenfonds für das Burgenland und die anderen Länder auf die Beine zu stellen. Ich darf Ihnen Vergleichszahlen nennen. 2015 haben wir 2,8 Millionen Euro verwendet für Entschädigungen aus dem Katastrophenfonds bzw. Zuschuss, Hagelversicherungen und was hier angefallen ist. 2016 haben wir 3,4 Millionen Euro. Das ist schon eine Steigerung um 600.000 Euro, weil wir gesehen haben, dass sich mehr der Betroffenen versichern lassen. Und 2017 schätzen wir mit einem Bedarf im normalen Bereich von 3,7 Millionen Euro, weil natürlich die Leute aus dem heurigen Jahr gelernt haben und sich versichern. Der Bund zahlt 25% der Versicherungssumme, das Land 25%, 50% muss er selber zahlen. Für den Sonderkatastrophenfonds, das eine einmalige Bezahlung ist, beziehungsweise eine einmalige Leistung auch ist, werden 100 Millionen Euro österreichweit ausgeschüttet, 50 Millionen die Länder, 50 Millionen der Bund. Und dafür kann man nun das Ansuchen stellen. Und im Budget können wir nur für den heurigen Nachtrag einen Teil vorsehen und dann die größere Summe, wahrscheinlich die größere Summe, für nächstes Jahr. Insgesamt rechne ich mit 3,5 Millionen Euro, die wir zusätzlich in diesen Sonderkatastrophenfonds einzahlen und dann auch ausschütten werden. Das heißt, entweder brauchen wir heuer 7 Millionen Euro oder nächstes Jahr 7 Millionen Euro. Das wird sich noch herausstellen, wir sind ja mitten in den Budgetverhandlungen, ob wir im Nachtrag heuer noch was bedecken können und dann auch ausschütten, rechtzeitig, an die Obstbauern zum Beispiel, und welche Summe wir dann für das nächste Jahr aufsplitten werden. Das ist eine technische Frage, nicht eine Frage der Höhe der Summe, sondern wir als Land Burgenland sind bereit, diese einmalige Situation, wo wirklich existenzbedrohende Situation für viele Weinbauern, kleinere Weinbauern, mittlere Weinbauern, Obstbauern entstanden ist, auch mitzuhelfen, damit sie ihren Betrieb weiterführen können. Und daher ist es aus meiner Sicht eine sehr gute Basis, auf der wir helfen können, und ich muss dir wirklich ein Kompliment machen, Frau Landesrat, das habt ihr bei diesen Verhandlungen für das Burgenland sehr, sehr gut gemacht, weil natürlich in der Steiermark andere Betriebe sind, in Niederösterreich fast lauter große Betriebe sind und daher das Burgenland hier wirklich eine andere Situation und auch eine andere Handhabung dieses Sonderkatastrophenfonds braucht. Wir werden unseren Beitrag dazu leisten und im Nachtrag beziehungsweise für 2016 beziehungsweise im Budget für 2017 die entsprechenden Mittel vorsehen. Ja, vielen herzlichen Dank. Wie gesagt, hier braucht es eine große Kraftanstrengung. Ich möchte zum Abschluss Sie als Medien noch bitten, dass Sie die Botschaft hinausgeben. Die Antragsfrist für den Obstbau ist beendet. Ich habe mit dem Landesrat für Finanzen schon die Gespräche geführt. Wir gehen hier von den etwa 1,1 Millionen insgesamt für Land und Bund aus für Obstentschädigungen. Mehr als 150 Betriebe, hier vor allem natürlich kleine und mittlere Betriebe, haben ersucht, ihnen zu helfen. Das Thema wird natürlich sein, dass wir jetzt schauen, dass wir rasch auszahlen, dass der Finanzlandesrat diese Unterlagen bekommt. Ich bedanke mich hier auch ausdrücklich bei der Landwirtschaftskammer, die hier sehr, sehr viel Arbeit, zusätzliche Arbeit, mit dieser Arbeit hat niemand am Jahresbeginn gerechnet. Und die Landwirtschaftskammer hat diese Antragsfristen, hunderte Gespräche, aber vor allem auch Beratungsgespräche und die Ansuchen zu bearbeiten, durchgeführt. Wie gesagt, wir haben über 150 Betriebe,
die hier im Obstbereich ansuchen. Wir rechnen jetzt mit 1,1 Millionen Pfund Land, das heißt in etwa mehr als 500.000 Euro allein, die dem Finanzlandesrat jetzt erwachsen an zusätzlichen Ausschüttungen, Entschädigungszahlen, Zahlungen für die Obstbauern. Und was im Weinbereich sein wird, werden wir dann im Jänner wissen. Und ich darf Sie ersuchen, auch diesen 15.12. noch einmal zu kolportieren, weil es wichtig ist, dass hier die Winzerinnen und Winzer diesen Termin nicht verabsäumen. Es hat ja bereits Vortermine gegeben, wo man gesagt hat, bitte so rasch als möglich die Erntemeldung einzugeben. Aber das ist der letztmögliche Termin. Und dann werden wir im Jänner, Februar, schätze ich einmal, die Zahlen haben und im Weinbaubereich, weil wir hier ja über 5000 Betriebe haben und sehr viel kleinere und mittlere. Wie ich Ihnen vorher die Zahlen schon am Tisch gelegt habe, werden wir sicherlich mehrere Millionen Euro, wie der Finanzlandesrat, hier aufbringen müssen. Ich bedanke mich bei ihm, dass er dazu steht, dass wir hier wirklich Existenzen bewahren können vor dem Ende und vor dem Aus. Genau das können wir nicht brauchen.